Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Freaking Grow Fish. Nachdem ich beim letzten Mal mit den Ergebnissen, die der Whale Shark abgeliefert hat, nicht so ganz zufrieden war, ich meine, er war groß, er konnte gut hinterschlingen, aber er hatte einfach keine Schnitte gegen die ganz Großen, habe ich mir diesmal jemanden ausgewählt, der sich wehren kann. Der sich hoffentlich gut wehren kann. Der Krotosaurus. Ja, das ist der kleine Bruder hier von dem da. Und ich denke, mit dem werde ich meine Freude haben. Der hat eine Riesenklappe mit vielen spitzen Zähnen. So, schauen wir doch mal. Also, er hat von Anfang gut Energie. Er macht auch gut Schaden. Das ist schon mal sehr schick. Na, und seine Fähigkeit? Hold. Ah ja, er kann also länger verbissen bleiben in seinem Hauptquartier. Na, dann schauen wir mal, ob wir das überhaupt brauchen oder ob wir dich gleich hinterschlägen. Na dann, ehe ich hier noch lange rumlabere, lasst uns mal beginnen. So, da bin ich. Tag Welt, da bin ich. Hi, hi. Wow. Wow. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Beißt auch gut schnell zu. Könnte schneller sein, aber er ist ja riesig. Und er macht richtig viel Schaden. Und da ist schon das erste Opfer. Na du? Du wirst dich doch edig. Also, lass gut sein. Lass gut sein. Zack, zack. Lecker Schmecker. Und schon Level 5. Schon Level 5. Ein Whale Shark hat gereicht, schon Level 5. So, Schaden 126. Okay. Ist hier noch ein Whale Shark zufälligerweise? Ich möchte schnell wachsen. Ich möchte mich mit den ganz Großen anlegen. Ich habe da noch eine Rechnung offen. So, schwimmen wir mal hier hinten lang. Schauen wir mal. Ah, er ist nicht so wendig wie die anderen, glaube ich. Ja? Er steuert sich ein bisschen langsam, auf einmal vom Kopf her. Aber hey, ist kein Problem, der ist so riesig. Der muss nicht wendig sein. Flupp. Verbissen, verbissen. Du bist gleich hin. Zack, habe ich nicht gesagt. Zack. Du wolltest doch nicht etwa das Fleisch mit meinem Kumpel fressen. Hallo? Wo sind wir denn hier? So, Level 10. Nee, Quatsch, Level 11. 220 Schaden. 1700 Energie. Könnte mich rein... er muss atmen. Ach Mensch. Das stand aber nicht bei den Fähigkeiten, dass er atmen muss. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ist nicht so schlimm. Weil ich habe jetzt hier schon mehrere Minuten unter Wasser gelebt. Hatte kein Lungensymbol, also der muss nicht so häufig atmen. So, was gibt's denn hier noch Leckeres? Könnt ihr rein theoretisch schon so zum so Pottwal hin, aber mit 220 Schaden, das dauert Ewigkeit, bis ich den hintergeschlungen habe. Deswegen nehme ich erstmal die ganzen Kleinen hier. Euch kann ich doch bestimmt so einsaugen, oder? Wollt mir doch nicht sagen, dass ich euch zerkauen muss. Red Snappers? Was sagt ihr? Kann ich euch so einsaugen? Nein? Liegt das gerade richtig? Oder... Ja genau, der hat sich in mir verbissen. Ich werd verrückt. Der kleine, lumpige Red Snapper. Also, man kann sie noch nicht so einsaugen. Das war... anders geplant. Ich dachte eigentlich, so groß wie ich bin, klappt das gleich, aber hey... kein Problem. Ich kann damit leben, wirklich. Nicht lange damit leben, aber ich kann damit leben. Oh, Belüger, hi. Ich fresse euch beide, okay? Geht klar. Ich muss nur aufpassen, nicht das Potti hier ist. Ah, da ist diese Tempofrage. Nee, eingeholt. Blub. Da ist die nächste. Oh, zwei Belugas. Hinten ist immer dieses Red Snapper Nest. Da eiern sie immer alle rum. Bei Red Snapper geben gut Fleisch. Und es sind viele. Oh, ich muss mal atmen gehen. Sorry. Bin gleich wieder da. Haut nicht ab, okay? So. Flupp.
ist mit dir, Pinguin? Was war denn das für ein Suizid-Pinguin, ey? Manche von den Viechern wissen echt nicht, wo sie bleiben sollen. Wenn so ein Riesenvieh hier lang schwimmt, da schwimme ich doch nicht zu dem sein Maul hin. Hey. Hey. Was war das gerade? Zack. Der wollte einfach sich nicht fressen lassen, die Saudi. Oh. Besteht euch beide, okay? Lecker Schmecker. Nein. Nicht abhauen, Beluga. Nicht abhauen. Ja? Dass ich diese Red Snapper noch nicht im Ganzen fressen kann, das ist ein bisschen komisch. Die sind doch nicht so groß. So. Ah, das ist der nächste Beluga. Gleich zwei. Flupp. Ja, immer noch nicht. Hey, das ist doch her. Das ist ja eine Fass. So. Hey, die Belugas, die kommen aber auch schnell wieder, ne? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer mit euch, Jungs. Und Mädels. Und Fische eines dritten Geschlechts. Nein. Ich hab's. Oh, jetzt klappt's. Jetzt kann ich den Snapper auflassen. So, bin ja auch schon Level 21. Also irgendwann muss es ja mal klappen. So, wie viel Schaden macht er eigentlich so? 500. Nicht schlecht. Macht so viel Schaden wie der Pottwal. Wir könnten eigentlich mal suchen. Komm, Junge. Ich hab noch eine Rechnung mit dir offen. Mach ich alle Blatt. Ich mach den großen Quillenblatt, ich mach den Beluga-Blatt und ich mach den Mega-Blatt. Hey. Wo ist hier? Ach ja. Hab ich jetzt gerade eigentlich Beluga gesagt? Ich meinte Pottwal. Oh. Pottwal, Mega und der große grüne Vieh. Wo ist er? Ist er hinter mir? Nee. Der schleicht sich ja gerne an. Der Pottwal schleicht sich ja gerne an. Der ist so riesig und der schleicht sich gerne an. Gucken wir mal in den Körper rein, ja. Wo bist du, Potti? Alte Potsau. Ich kann auch noch ein paar Lugas fressen, da wird es dann leichter, sich später fertig zu machen. Aber rein theoretisch könnten wir beide uns schon mal treffen. Da ist noch Beluga. Nope. So. Potti, wo bist du? Mr. Putter. Zieh ja gleich Gryffindor 20 Punkte ab. Wenn sie nicht gleich rauskommen. Zack. Alles meins. Da schwimmt der Kempeluga rein und frisst mir hier was von meinem Fleisch weg. Nö. Das ist schon der nächste. Das ist ein Pinguin? Das kam ein Pinguin, der so wunderbar gemacht hat. Warum hat er das gemacht? Ja, ich müsste mal atmen. Das ist alles kein Problem. Das machen wir. Ja? Rüssel aus dem Wasser. Schicke Sache. Ah, tiefer Atemzug. So. 681. Also, Mr. Putter, Sie könnten mal rauskommen. Wo ist er? Ich meine, ich kann auch erstmal die anderen beiden suchen. Du bist mit dem Mega, da muss man ein bisschen aufpassen. Ach, hier ist Einhorn. Verkappter Einhorn. Der verbeißt sich ja so gerne. Oh, ein Orca. Ach, Mensch, ja, das ist ja die Stelle, wo die ganzen Orcas immer sind. Und
Orcas bringen gut Fleisch. Lecker Schmecker. Flup. Flup. Den Red Snapper könnte ich auch noch mitnehmen. Ja. Level 31, 854. Guter Schaden. Ich komme langsam hier nicht mehr so gut voran. Flup. Mr. Potter. Wo ist der Arsch nur? Kennt ihr doch. Der schleppt sich wieder von hinten an. Also sehe ich dann nur diesen riesigen Schädel. Und weiß, oh Mist, der ist genau hinter mir. Aber nein, nein, nein. Diesmal ist er noch nicht hinter mir. Aber wo ist die Sau? Okay. Okay, komm her. Lecker. So, da. Jetzt schwimmen wir hier nochmal lang. Oh, Luft holen. Aber wo ist er? Weil irgendwann verliere ich auch die Lust. Und dann suche ich wirklich erstmal die anderen. Plopp. Nein, 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 nein. Hey, hau nicht ab. Mein eigener großer Popo versperrt mir manchmal die Sicht. So. Gehen wir zu den heißen Quellen herunter. Oh ja. Ah. Das ist eine schöne Heizung, ne? So. Das Wasser ist auch viel wärmer geworden an der Stelle. Also nicht, was ihr jetzt denkt. So. Das ist ein Ackifeller. Der gibt nicht so viel. Kann ich glaube so anstupsen, oder? Nein, kann ich nicht. Was ist denn los, Junge? Wieso kannst du die alle nicht so... was machst denn du? Würdest du das lassen? Komischer Junge, du. Komischer Junge. Okay. Dann schwimmen wir erstmal zu Mega. Machen wir erstmal Mega fertig, oder? Mega! Mega, wo bist du? Ich habe hier einen Kiefer voller großer, scharfer Zähne. Und eine Lunge, die genau in dem Moment sich zeigen muss, wenn ich auf dem Weg zu dir bin. Aber ey, lieber jetzt als in dem Moment. Wenn ich dich denn sehe, das ist nämlich sehr ungünstig, genau in dem Moment Luft zu holen. Ist er? Da, da. Er kommt direkt auf mich zu. Feuer frei. Und, hey, der lebt immer noch. Jetzt ist er hin. Ich würde schon sagen, der lebt immer noch. Kann nicht sein. So, das ist schon der nächste. Okay. Möchte ich auch noch platt. Jung, möchte ich platt. Das ist so viel Schaden. Da ist doch keine Schnitte gegen mich. Den Mega gefressen. Oh, der klaut sich mein Futter. Was soll denn bitte? Du hast sie doch nicht alle. Du hast sie doch nicht alle. Du Schweine, wie ist das du? Das ist mein Futter. Der hier wollte mich gleich attackieren. Oh, da liegt noch Futter. Die fressen mir immer mein Fressen weg. Lass das, Jungs. Nein. Und dafür kriegst du jetzt noch was auf dem Poppes. Dafür kriegst du jetzt noch was auf dem Poppes, dass du versucht hast, mein Fleisch zu fressen. Ist alles meins. So, ich glaube, die Megas haben erstmal die Schnute voll. Jetzt suche ich mal den Grünen. Zu beweisen, dass ich wirklich hier der größte Jäger bin. Ich dachte schon, der Mega verfolgt mich, aber nee. So, der Grüne, der ist doch mal hier hinten. Bin ich jetzt eigentlich mal groß genug? Hey, ist es ein Art Verwandter da oben irgendwo? Ich habe da den Schatten gerade erkannt. Das macht die Kamera.
So. Das da ist so eine Art Verwandter. Ist das nicht der Grüne? Nee, das ist nicht der Grüne. Wo ist der grüne Feller? Wo bist du? Das da hinten ist ein weißer Hai. Wenn wir mal hinter mir schauen, könnte ja sein, dass der da hinter mir ist. Aber nö. Na, dann putze ich vielleicht erstmal diesen weißen Hai da unten. Weißer Hai. Weißer Hai. Weißer Hai. Oh, ich kann nicht. Stups. Weggeschubst. So. War köstlich, aber nicht das Ziel meiner Begierde. Das schlurfe ich auch mal weg, damit die kleinen Fische nichts bekommen. Ich suche den Grünen. Zwei sind noch offen. Der Grüne und Potty. Oder besser gesagt, Mr. Potter. Wo ist er? Sie manchmal nicht in ihrem Revier bleiben, das ist immer nervig. Könnte ich eigentlich meinen Artverwandten unten entfressen? Nö, aber ich habe ihm die Moräne weggefressen. Schade. Finde den Grünen nicht. Die sich immer alle verstecken müssen. Furchtbar. Wo ist der nur? Kämpft er wieder hier mit Mega irgendwo? Kämpft der Titan? Vielleicht hier irgendwo? Nö. Ich sehe zumindest keinen. Weder Mega noch ihn. Ich höre auch keine Beißgeräusche. Jetzt nochmal im Hai-Territorium gucken. Da ist auch manchmal der Grüne. Ich weiß nicht so genau, wo denn sein Territorium normalerweise ist. Ich sag immer hier vorne, wo ich gerade war. Aber ich habe ihn, wie gesagt, schon häufiger im Hai-Gebiet gesehen. Also könnte es ja sein, dass er dort hockt. Mal hinter mich gucken, nicht, dass sich mir Mega anschleicht. Die Megasau. Oh, ich muss mal Luft holen. Sehr schön. So. Wo bist du? Wo bist du? Das ist ein Hai, das ist er nicht. Hier ist er manchmal. Hier ist er manchmal, hier in dem Bereich. Da habe ich schon das eine oder andere Mal gesehen. Ausdauer brauchen bringt irgendwie gar nichts, oder? Nee, hier ist er auch nicht. Muss ich hier immer meinen Kontrahenten immer verstecken. Sehr nervig. Guckt euch mal diesen hübschen Dino an. Wow. Ein Riesenkiefer, du. Junge. Da kann der richtig kräftig zubeißen, oder? Mr. Potter? Sind Sie wenigstens hier? Mr. Potter! Sind die denn alle? Lediglich der Mega hat sich bisher gezeigt. Die anderen, die verstecken sich immer und ich bin nicht so schnell unterwegs mit dem hier. Der ist groß, der ist kräftig, der ist aber nicht schnell. Die Lunge, also ich habe das Gefühl, die leert sich immer schneller. Je größer das Tier wird. Ah,
Ja, Beluga. Kann ich dich so einstürzen eigentlich schon? Jetzt bin ich schon albern. Der ist ja einfach über meine Schnute hinweggeschwommen. So. Gibt's noch Robben? Robben sind nicht das, was ich suche. Ja, Red Snapper jetzt auch nicht. Mr. Potter, wo sind sie denn? So ein Riesenvieh kann sich doch nicht so gut verstecken. Ist ja hier Hide and Seek. Ja, frisst schnell die Robbe. Das war nur ein Beluga, der ist mir jetzt mal cookie. Da, da ist er, Mr. Potter. So lange musste ich nach ihm suchen. Oh, Mr. Potter haut ab. Der weiß wohl, dass ich kräftig bin. Ja, Mr. Potter. Das war ein schneller Kampf. Ein Kampf, der wirklich sehr schnell vorbei ist. Gut, Mr. Potter kalt gemacht. Jetzt noch einer auf der Liste. Der große Krüner. Dessen Name so schwierig ist, dass ich ihn nie ausspreche. Aber vorher verputze ich dann noch Mr. Potter den zweiten. Bup, bup, zack. Und vielleicht auch noch Mr. Potter den dritten. Und natürlich nicht zu vergessen Mr. Potter der vierte und der fünfte. Oh Gott, die ganze Potter-Familie ausgerottet. Ich bin der, dessen Namen sie nicht aussprechen. Müssen wir kurz Luft holen. So. Ja, durch die Überreste deines Vorgängers geschwommen. Sehr geschmackvoll, wirklich. Bringt man das so in der Potterschule bei? Ja? Durchschleichen, durchschwimmen. Na gut. Ich beiß dich noch. So, jetzt aber ist Schluss hier. Ich kann euch nicht alle futtern. Das ist unmöglich. Ihr haltet mich von meiner Arbeit ab. Ihr haltet mich von der Arbeit ab. Och, Leute. Ich komme doch hier nie zum Ziel, wenn ihr euch alle fressen lassen wollt. So, jetzt habe ich schon Level 68. Ich mache fast 4000 Schaden. Echt? Willst du dich rächen? Und? War es das wert? So, 69, fast 70. Das ist sehr schön. Aber es gibt da noch einen. Einen. Den einen, den ich noch finden muss. Den großen Grün. Lass mal gucken, ob Mr. Potter hinter mir ist. Wow. Wow. Anmutig. Wow. Und hineinguckt. Schwumm. Guckt mal auf den Poppes, Leute. Luft holen. Und wieder runter. Da. Da ist er. Der große Grüne. Dedet. Dedet. Hallo. Na, Knutschi Knutschi? Die Verfolgungsjagd. Das ist keine Verfolgungsjagd. Das macht ihm Angst, dem Kleinen. Wer ist genau hinter dir? Ja, ich weiß, ich will nicht mit dem Essen spielen. Entschuldigung. Entschuldigung, wirklich, Entschuldigung. Ja, da kommt schon der nächste. Keine Herausforderung, keine Schnitte gehabt. So, was sagt denn die Uhr? Ja, ich habe sie alle dreckig gemacht, ne? Darauf kommt sie an. Also, dieser Gigant hier, das ist etwas. Das ist etwas. Der macht gut Schaden. Der beißt relativ schnell zu. Der muss auch nicht super schnell zubeißen. Der macht so dermaßen viel Schaden, das ist gar nicht nötig.
wachsen und so, ja, den kriegt man schnell groß. Vor allem durch sowas wie diese Whale Sharks und sowas. Relativ zügig Wachstum. Ne? Fähigkeiten, das mit dem Festbeißen, der macht schon so viel Schaden. Du musst dich nicht wirklich festbeißen. An was willst du dich festbeißen? Ganz ehrlich, die meisten Viecher sind nach einem Biss schon tot. Bringt doch nichts. Ja, und das ist ja gut, dass wir mit der Atemluft, das hätten sie mal mit einbringen können. Jetzt hat er sich gerade festgepackt. Er bewegt sich gerade nicht. Also er bewegt sich wirklich nicht so wirklich. Komm, frei. Mache dich frei. Mache dich nackig. Ja, das hier mit der Lunge, also wie gesagt, das hätten sie mal bei Fähigkeiten mit anbringen können, dass der atmen muss. Ist aber nicht so schlimm. Weil ganz ehrlich, muss er nicht häufig. Muss er nicht häufig, der Große. Der Große Feine hier. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, war's das. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao. Ciao.